Ja, da sehen wir immer noch diese neutrale Flotte. Und da müssen wir auch noch was gegen unternehmen. Gut, das wird noch verbessert. Momentan haben wir 3 von 5 Sternbasenkapazität. Und Technologie sagt uns, brauchen noch einen Moment. Nee, gut, dann müssen wir irgendwie anders daran. Wir haben auch unglaublich viel Einfluss. Den könnten wir vielleicht auf der anderen Seite nutzen, um da auszubauen. Also wenn hier das Netz mit dazugehört, also hier die kontinentale Welt, und wenn wir das jetzt zum Kernreich ernennen und wir hier drinnen noch so ein bisschen aufräumen, könnten wir auch anfangen, hier oben die Welten zu besetzen. Construction complete. Hier haben wir doch irgendwo eine Raumstation. Klasse Raumstation. Die da. Schiffswerft. Tragisches Schicksal. Okay. Wir bauen jetzt aber erstmal ein Konstruktionsschiff. Und dann bauen wir uns hier einmal ein bisschen rum. Was ist das für eine Welt? Bestimmt wieder eine aride Welt. Ja. Gut. System Survey complete. Das ist schön. Dann müssen wir jetzt nur noch vorwärts kommen und mal gucken, ob wir hier irgendwo noch andere Reiche System finden. Survey complete. Gut, wenn du nichts zu tun hast. System Survey Da, complete. unser System. Verbessern. Perfekt. Du sollst auch weiter reisen. Wir gucken jetzt, ob in diesem Bereich hier noch irgendwer drin ist und breiten uns dann auch aus. Neutrale Flotte. Construction complete. Construction complete heißt für mich. Wir machen eine Schiffswerft, wir machen einen Handelsknoten und wir machen eine Besatzungsquartiere. Ja, das ist voll. Verkaufen. Ja, eine Stufe nach oben fahren für unseren Anführer. Und dann müssen wir weiter. Dafür kein Weg dran vorbei. Da ist keine Welt, aber sobald wir den haben, will ich da ausbauen. Und hier gehen wir auch mal die Richtung. Ja, wir gehen. Ihr beschreitet den Weg der Ketzer. Mögen euch die Geister zu euren Zielen geleiten. Das nehmen wir doch mal als Ziel auf. Okay, hier ist die Surano-Republik. Erforschen. Das ist aber interessant, die aufgebaut sind. Kontakte? Moment mal, was ist hier oben? Grenzen schließen. Wir haben euch viel zu lange gestattet, euch frei in unserem Territorium zu bewegen. Ab heute Schluss damit. Das ist gar kein Problem. Construction complete. Anomaly found. Das ist nämlich voll erforscht. Schade. Aber
Schicken wir einfach schon mal dahin. Und hier haben wir zumindest die Handel. Dann müssen wir den hier Flotter reparieren und Flotter hochrüsten. Dafür dürfen sie sich dann nicht mehr bewegen. Ja, perfekt. Dann bleiben sie da, wo sie sind. Und wir kämpfen einfach weiter. Und jetzt wollen wir uns mal um Kontakte kümmern. Ebenbürtig. Diplomatie. Argwöhnisch. Beziehung verbessern. Schickt einen Gesandten zu ihm, der daran arbeitet. Evangelistische Zeloten? Interessant. Streitsüchtig. Ebenbürtig unterlegen. Reißausbreitung ist ein bisschen weiter als wir. Handelsabkommen anbieten, nicht Angriffspakt abschließen, unabhängig garantieren, Finanzen öffnen, Rivalität erklären, beleidigen. Ja, beleidigen ist eine gute Idee. Ships upgraded. Verblüffend. Ja, alles verblüffend. Ansprüche stellen, Krieg erklären, Beziehung verschlechtern, Beziehung verbessern. Okay, akzeptieren, aber das ist gut so. Dass er versucht, die Handelsankunft abbieten. Was könnte ich denn geben damit zu mir? Ressourcen, Mineralien. Das ist aber ziemlich viel. System Survey complete. Das ist monatlich. 20 Mineralien. Ressourcen, Energie Credits für Research complete. Minus 1000 Akzeptanz, das ist. So viel kann ich monatlich gar nicht entbehren. Monatlich 20 Nahrung. Monatlich 10 Nahrung. Ja, gut. Wir werden nicht handeln. Sie sind derzeit neutrale Beziehungen. Aber immerhin sind wir nicht mehr wirklich allein auf dieser Welt. Construction complete. Aha, hier haben die also das Netz. Und hier irgendwo kommt man wahrscheinlich rüber zu denen. Okay, interessant. Construction complete. Erstmal eine neue Forschung auswählen. Oh Gott, Chemieanlagen, Produktion, Forschungsgeschwindigkeit, planetare Sternfestung.
Manche Schiffe können das System nur durch Hyperraumrouten verlassen, durch die sie gekommen sind. Ja, Militär. Militär über alles. Traditionen. Wir vergrößern unser Reich. Vielleicht ein bisschen. Oh, was haben wir hier? Einen von Eingesandten. Das ist noch nicht fertig erforscht. Das ist aber unbeansprucht. Construction complete. Sehr schön. Construction complete. Dann erst den, dann den, dann den, dann den, dann gut. Wie ist hier? Doch, das ist die richtige Station. Schiffswerft. Kolonieschiff. Oh, wir bekommen halt unsere vierte Kolonie. Und hier breiten wir uns auch aus. Und was haben wir hier? Da haben wir noch ein so ein Schiff. Hier müssen wir uns auch echt mal ein bisschen. Müssen wir ein bisschen gucken. Okay, hier über das innere Netz kommen wir jetzt zu diesem anderen Typen hin. Na, vielleicht schaffen wir es ja noch hier ein bisschen weiter. Also ein bisschen besser auszubauen. Wenn wir den Knackpunkt dazu legen. Und wir hier keine direkten Verbindungen haben, was momentan nicht so aussieht, dann können wir das gesamte Gebiet für uns in Anspruch nehmen, ohne dass er uns wahrscheinlich großartig helfen wird. Ah, ich kann noch mehrere hintereinander auswählen. Interessant. Dann sollte das ja jetzt besser laufen. Hier haben wir auch alle inneren Bereiche drin. Ja, schön, wir werden sowas von gewinnen. Aufrüsten. Aufrüsten. Mach den da. Ja, sehr schön. Jetzt bauen sie auch viel länger. Jetzt habe ich das Spiel, glaube ich, ein bisschen begriffen. Hier sind sie zufrieden. Hier sind sie ein bisschen zufrieden. Aber immerhin haben wir schon 14 Einwohner. Wir können bald einen neuen Slot freischalten. Hier sind sie auch noch einigermaßen zufrieden. Als nächstes bauen wir weiter Legierungen. 28 pro Runde sind zu wenig. System Survey complete. Dann muss hier ja ein Konstruktionsschiff fertig geworden sein. Und das lassen wir dann auch gleich mal mehrere Runden fahren. Und meine Konstruktionsschiffe sind auch noch alle voll. Upgraded. Chips upgraded. Construction complete. Und wird verbessert. 0%. Wird verbessert, wird nicht verbessert. Sind schon alle so weit, wie sie sein sollen. Erforschen. Oh Gott. Geburt der galaktischen Gemeinschaft. Mehrere, auch uns teilweise unbekannte Weltraumreiche haben sich zu einer galaktischen Gemeinschaft zusammengeschlossen. Diese rechtsüberspannende Institution soll als Forum dienen, in den wichtigen Fragen diskutiert, in denen wichtige Fragen diskutiert werden können. Obwohl wir nicht an der Gründung beteiligt waren, haben die anderen Mitglieder eine Einladung zur formellen Mitgliedschaft an Leech of Logica gesendet. Sollen wir akzeptieren? Ja, wir treten der Gemeinschaft bei. Dann müssen wir aber gleich erstmal gucken.
wo die alle... Ach du Scheiße. Kontakte. Die mögen mich alle nicht. Und die sind alle ebenbürtig. Harmonische Imperialisten. Hegemonische Imperialisten. Heilige Wächter. Die ja diese Überwältigung. Spirituelle Suchende. Evangelische Züge. Wir haben die ungewöhnliche elektromagnetische Strahlung. Alles für uns nutzen. Harmonisches Kollektiv. Interessant. Ach, hier können wir den diplomatischen Status sehen. Ach du Scheiße. Wir haben wieder zu viel Materialien. Verkaufen wir. Dann brauchen wir die Richtung auch nicht mehr großartig forschen. Ups, hat uns irgendwie gerade zum Rivalen erklärt. Construction complete. Moment mal, sind wir jetzt im Krieg? Ich bin gerade verwirrt. Hat Grenzen für. System Survey complete. Das bin ich. Diplomatischer Status. Ich habe. Das Ziel eines Kriegsgrundes von. Der Senat befindet sich in einer Sitzung. Die galaktische Gemeinschaft stimmt jetzt über einen neuen Beschluss ab, um zu entscheiden, ob dieser zum galaktischen Gesetz werden soll. Anomaly found. Mit dem bin ich also jetzt im Krieg? Warum? Construction complete. Warum? Ich will wissen, warum ich mit dem im Krieg bin. Hier müsste ich sie doch auch irgendwo System haben. Survey complete. Da. Achso, die erklären all den Krieg. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Was habe ich jetzt schon wieder zu viel? Construction complete. Abbrechen und klären. Nee, gut. Was haben wir hier? Ah, rätselhaft. Ist in Ordnung. Research complete. Ich habe 459 Stimmen. Und was geht das denn? Abstimmung zur Beschlussverabschiedung. Pangalaktische Recycling-Initiative. Dynamische Bedeutung von Wirtschaft minus 20%. Bewohnerunterhalt, Konsumgüter minus 5%. Baudauer plus. Das ist ja. Sowas von nervig. Wir alle profitieren davon, Abfall zu reduzieren, um das wieder zu verwenden, was wir können. Complete. Ach du Scheiße. Vorschlag. Schutzengel, breites Schild, Kooperation, Forschung, Arbeitnehmerrechte, regulatorische Gegner. Forschung. Der Basenkapazität plus 2. Ja. Kriminalität minus 15 plus 5 Dienstleistungen. Ich glaube, nein. Ich würde am liebsten alles erforschen. Aber erstmal das da. Gut. Reinscrollen. Wenn das ein altes Reich ist und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück sind, maximal 10 da sind,
Dann kann ja nicht mehr so viel kommen. Oh, das ist ja auch beängstigend, das ist wie viele. Hier sind. Ja. Wir machen einfach weiter mit unserem ganzen Kram. Und jetzt müssen wir werden uns die 6 Exemplare schaffen. Wir müssen uns ausbreiten. Ich sehe da keinen Weg dann. Anführer verstorben. Kein Problem. Ich glaube, ich mache noch ganz kurz auf Pause. Was haben wir da? Unbeschäftigte Einwohner. Arbeiter, Arbeitslosigkeit. Wie kann das sein? Ach ja, ich habe keine neuen Jobs. Ich kann aber dafür Verwaltungsbüros brauche ich nicht. Nein, gerade nicht. Zivilindustrie brauche ich ja auch nicht. Verwaltungsbüros, Wirtschaftszone, Ressourcensilos. Gießerei, ja, das würde ich eigentlich bauen. Energienetz. Was habe ich denn als letztes gebaut? Wirtschaftszone. Ich baue diese Gießerei noch ein drittes Mal. Und was ich hier auch noch mache, ist, ich habe noch 4 Wohnungen. Wir haben viele, viele Arbeitslose. Wir bauen einfach nochmal so ein Energieding dazu. Und weil wir es haben, nehmen noch 3 freie Jobs. Keine Arbeitslosen. Wir produzieren alles ein bisschen von dem, was wir brauchen. Hey, ich auch. Aber da haben wir 0 freie Jobs. Also werden wir hier auch ja noch 2 freie Wohnungen. Bauen wir einen davon. Und anschließend, weil wir so wenig davon haben, bauen wir auch einen davon. Obwohl, das sind jetzt ein Stück, ne? Ja, bauen wir erstmal den da. Hier haben wir auch 45 und 0. Ah, nee. Ja, das gehört so. Wir haben noch 3 offene Plätze, 14 Einwohner. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Sehr schön. Was haben wir noch? Hier haben wir ein perfektes Schiff. Den schicken wir da hin. Den können wir nicht überall hinschicken. Was ist das? Arktische Welt. Nein, brauchen wir nicht. Okay, jetzt kommen wir lang. Jetzt kommt René langsam mit Schwitzen, ne? Und was haben wir noch? Arktische Welt brauchen wir zwar nicht. Aber wir können hier diese mal erforschen. Und hier wollen wir auch die Route zwischen unseren Systemen erforschen. Was habe ich hier noch? Militärflotten. Die sehen alle gut aus, aber die haben nur 1k Feuerkraft. Das ist... Oh, ich produziere 200 im Monat. Automatischen Handel hinzufügen. Das hier verkaufen. Ich kann hier anscheinend 50. Mindestkaufpreis pro Einheit. Verkaufspreis optional insgesamt. Okay.
Automatischer Handel. Neuen monatlichen Handel hinzufügen. Klicken Sie, um diesen Handel zu bearbeiten. Die Ressourcen werden monatlich gehandelt, bis der Handel abgebrochen wird, der uns ohne aus dem Glück fehlen, ihn aufrechtzuerhalten. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt irgendwas bewirkt. Oh. Nee, da hatten wir durchgeguckt. Hier sollte ich eine neue Militärbasis aufbauen. Habe ich hier eine aufgebaut? Nein. Hier habe ich die aufgebaut. Na, das hängt so ein bisschen davon ab, wie wir hier forschen. Aber da kommen wir wahrscheinlich durch. Das sieht nicht so aus, als hätte er hier dann noch einen Kontakt nach außen hin. Lassen wir es einfach mal weiterlaufen. Oh Gott. Ja, jetzt wird hier en masse gebaut. Ich bin mal gespannt, ob sich die Kontakte zu uns irgendwo mal bessern. Die haben 5 Kolonien. System Survey complete. Argwöhnisch. Unwichtig, neutral. Sie haben einen Kriegsgrund auf uns. Wir verbessern unsere Beziehungen. Ach so, da ist ja mein Diplomat. Perfekt. System Survey complete. Aber System Survey complete heißt momentan nicht viel, außer dass hier schon einiges passiert. Gut. Wir sind am. Was ist denn das da? Galaktische Gemeinschaft. Achso, das ist ab. Das ist das Abschirmungsverfahren. Ja, lassen wir das Abstimmungsverfahren erstmal laufen. Wir wollen weiter Planeten finden und auch Forschung vorantreiben. Tundra-Welt. Construction complete. Wieso? Weshalb, warum? Gut. Dann marschieren wir doch einfach mal ein. Ich brauche 200. Nein. Kommandiert und untersucht. Kommandiert. Nee, lassen wir die Wahlen normal ausgehen. Und hier den bitte auch. Construction complete. Kolonieschiff. Wir kolonisieren diese Welt. Und wir brauchen einen neuen Namen. Physik, also New. Wir machen das einfach. New Physiker. Physiker. Nein, das wäre lang. Chemiker. Irgendwann haben wir es alle durch. Da kommt noch Biologiker hinzu. Und Geschichtiker, ne? Weil Geschichtiker sehr, sehr wertvoll ist als. Nochmal drüber sprechen. Okay, da kamen neutrale Flocken auf uns zu. Da, perfekt. Wir breiten uns aus. Und wie man sieht, unser Reich wird rund werden. Das hier könnte eigentlich ganz gut komplett zu uns gehören.
Das sind nicht die Vollkraft, UV-Laser, Schilde, Forschungsgeschwindigkeit. Schildgeneratoren, Schildmisse, Energie, Schildgeneratoren, da ersetzen die älteren Flektormodelle. Sie bieten voraussichtlich besseren Schutz. Nehmen wir erstmal die Laser. Nehmen wir die Laser. Nehme ich die Laser. Wir nehmen die Schild. Nehmen wir Laser. Gut. System Survey complete. Ja, während sich hier alle noch mal so ein bisschen ausbreiten, kann ich die Grenze an. Die Grenze scheint auch kein großes Problem zu sein. Construction complete. Es wurde noch nicht ausreichend erforscht. Construction complete. Dann weiter erforschen. Das ist unsere Flotte Richtung. Hier müssen wir aufbauen. Complete. Verbessern. 4 von 6, okay. Das ist schon ziemlich tief im Reich drin. Hier. Yeah. Die können wir herabstufen. Die brauchen wir nicht. Hier sollten wir uns aber auf Nummer sicher begeben. Hier haben wir noch einen Slot freigeschaltet. Und dann bauen wir hier doch mal eine Legiererei. Ja, ich glaube, wir bauen hier eine Legiererei. Das sollte Facharbeiter bündeln. Genau. Wenn wir nur noch einen freien Platz haben, danach bauen wir dann auch noch einen Stadtbezirk. Gut. Reichshauptstadt sehen wir hier aus. 6 freie, 1 freien. Oh, die Schlacht hat begonnen. Was ist das denn? Alien-Bedrohung. Dieses Alien-Schiff hat unbekannte Fähigkeiten. Boah, das ist riesig. Geil, ist das riesig, das Scheißding. Oh. Ich will sehen, bis er nicht wird. Der Kampf scheint mir ungerechtigterweise sehr ausgeglichen zu sein. Das gefällt mir gar nicht. Ja. Da ist mit Boost ausgegangen. Wir verlegen dich. Mach da. Was ist das? Eine Tundra-Welt. Gut. Colonization in progress. Sehr schön. Construction complete. Das machen wir nochmal. Hier haben wir was in der Welt? Eine nicht unbedingt brauchbare. Und die Welt will ich auf jeden Fall als nächstes haben. Und das heißt, hier wird erstmal weitergekommen. Perfekt. An der Stelle.